Hallo zusammen, ich habe hier eine Medizintransportbox von Dometic, eine FO 200 NC. Wahrscheinlich heißt das Normalkühlung. Und der hat hier so zwei Schiebedeckel, Schiebetüren. Ursprünglich ist das nämlich eine Tiefkühltruhe, die hier zum Liegen umgebaut wurde, wie unsere Transcooler, und dann hier, ich sag mal, eingepackt mit Stahlblech. Das Teil hat 120 Kilo, also richtig robust gebaut. Wir haben hier den Verschluss, also das ist, so kann diese Türe nicht aufgehen, und wenn ich den oben habe, kann ich dann die Türe aufmachen. Wir haben hier zwei Thermometer drin, das Ding ist bei uns. Wir haben hier oben Ventilatoren, die blasen die Luft nach draußen und dann hier runter und zu den vielen kleinen Löchern wieder raus. Durch das habe ich eine gleichmäßige Temperatur. Wir haben einfach nur ein Umluftgebläse drin und erreichen das Gleiche. Das wurde hier einfach eingesetzt. Original ist das eine Speiseeistruhe. Diese Deckel, ja, so richtig dicht sind die natürlich nicht, aber okay. Hier haben wir geschäumt, weil hier wurde reingebohrt. Ich weiß nicht, was die wollen, aber das ist an sich, wenn man das aufstellt, ist das eine Speiseeistruhe, die dann eingeporkt wurde, hier, also ich sag mal, mit 2 mm dicken Blechen. Also das Ding ist robust, dass es nicht mehr schön ist. Hier hinten sitzt der Kompressor. Das ist gleich wie bei unseren Transcoolern, die wir seit 30 Jahren gebaut haben. Es ist ein BD80 drin von Secop, also ein ganz Standardkompressor. Wir verbauen in der Regel, haben wir ja, weil wir auch Tiefkühlung fahren, in der Regel Kompressoren verbaut zwischen 100 und 120. Da hat es ein Netzgerät drin, ist genau gleich wie bei uns. Hier ist auch eine massive Rückwand, also gebaut hat das Teil ein Metallbauer und nicht ein Kältetechniker, weil das Ding müsst ihr mit dem Stapler rausheben. Also zu zweit mit 120 Kilo schlägt es einem fast. Also nicht für eine kleine Hausfrau, die noch nebenbei mal Pakete ausfährt oder Medizin. Ja, sonst das Gleiche, was wir gebaut haben, und ich betone immer auf haben, wir haben ja die Produktion dieser großen oder dieser Größe eingestellt. Wir haben nur noch kleinere und größere, aber das Gerät hier gibt es auch nicht mehr. Es gab von diesem Teil noch eine breitere Version. Das war bei uns auch Thema. Die hat man dann im Prinzip nicht bedienen können. Also für einen Kühlschrank mit 120 Kilo geht richtig ins Gewicht. Also das ist sicher robust. Was das Teil kostet, könnt ihr mir vielleicht unten in die Kommentare schreiben, was ihr dafür bezahlt habt. Es ist schon sehr, sehr massiv gebaut. Für das Volumen mit 200 Liter mit dem BD80, der drin ist, ist auch absolut kein Thema. Es läuft dann auf 12 Volt im Fahrzeug. Es gibt die Option Vorhangschaltung auf 230 Volt und es gäbe noch eine Option mit ein Batteriepack hinten dran, dann wird das Teil noch schwerer, aber okay. Also, wir haben unseren Transcooler gebaut, Dometic hat sowas hier nachgebaut, oder nachgebaut, auch gebaut. Zurzeit kenne ich niemanden mehr, der sowas in die Richtung baut. Es ist ein bisschen ein Stückzahlenproblem, weil die ganzen Medikamente, die Gesundheitswesen, die stehen am Anschlag, die reden zwar von viel Geld, aber für die Medikamentensicherheit oder die Kühlkette bei den Medikamenten einzuhalten, ja, das wird schon gemacht, aber das ist ein Kostenfaktor, den man sich sparen kann. Da wird überhaupt nichts investiert.
Also wir könnten wieder so ein Gerät bauen, aber nicht für ein Stück. Das rendiert sich nicht, ist einfach absolut nicht machbar. Dann gibt es Leute, die sagen sich, ich kaufe mir dann so irgendwie eine thermoelektrische Kühlbox für 50 Euro, legen die Ware rein und ja, das geht ja auch. Okay. Das ist diese Dometic-Kühlbox. Da steht auch Dometic drauf. Also nicht, dass das eine Erfindung ist von mir und die ist richtig gut aufgenietet. Die geht auch nicht verloren. Ja, hier mache ich euch einen Link zur Playlist unserer Transcooler, die das Gleiche auch erfüllen, nicht so robust sind, aber preislich vielleicht interessanter. Die großen Transcooler haben wir immer noch im Sortiment. Ja, und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.